Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Diesmal zeige ich euch wieder die besten Fundorte der ganzen Pokémon-Reihe Mollymorber, Hypnomorga, Morba und Morbitesse. Und zwar als erstes, wir können diese Pokémon alle drei bei Nebel fangen. Ich habe jetzt hier mal überall Nebel gemacht. Seht ihr, überall Nebel. Für alle Nebel und alle ungefähr in der gleichen Region. Wir sind jetzt hier beim Chlorplateau und fahren jetzt da mal Richtung Wutanfallsee, / Hut des Giganten. Und ich zeige euch, wo man die jeweiligen fangen kann. Hier in dieser Wiese, wenn ihr das sehen könnt, das ist die Wiese, die auch ans Wasser grenzt, okay? Hier können wir Hypnomorba fangen, kommt zu einer Chance von 50% ungefähr, also ist sehr hoch, in der Overworld. Wir schauen mal, da hinten seht ihr schon welche, da ganz hinten. Hier sind auch nochmal welche. Dann soll ich mal reinlaufen. Oh, jetzt kommt was anderes, ja, das dachte ich mir schon. Okay, da fliehen wir schnell. Ich zeige euch das Hypnomorba noch. Hier haben wir die erste Entwicklungsstufe, ist das. Ja, sehr schön. Hier könnt ihr das easy fangen, wie ihr seht. Die sind hier in Massen eigentlich rum. In Massen, man muss halt ein bisschen in die Wiese reinlaufen. So, jetzt gehen wir zu der Basisform, dem Mollymorba. Da fahren wir da weiter beim Wutanfallsee vorbeifahren und dann nach hinten in dieses Eck. In dieser Wiese hier sind Mollymorba und auch mit einer 50% Chance in der Overworld. Da hinten war schon eins, so weit drinnen. Nein, nicht das. Ah, das ist ein Pipi-Moll. Hier ist das. Seht ihr das? Jetzt kommt das gleich mit einem Fragezeichen. Ganz klein ist das. Muss man halt ein bisschen schauen, gell, bei den Mini-Pokémon, die sieht man in der Wiese nicht so gut. Aber hier ist das auf jeden Fall auch in der Overworld. 50% eigentlich auch easy. Und dann geht's los zum letzten, zu der zweiten Entwicklung, zu Morbitesse. Und zwar fahren wir hier über den Wutanfallsee. Oh, ein Milotic, sehr schön. Ein wildes Milotic. Der Wildnis bewundern. Jo, Nebel. Leute, also wer noch kein Milotic hat, in dem Fall hier auch beim Wutanfallsee, kann bei Nebel ein Milotic kommen. Gut, und hier jetzt kommt das Hypnomorba, die letzte Entwicklung. Ah, wie ihr seht, auch in der Overworld spawnt das. Und wie ihr seht, das sind richtig, richtig viele. Schauen wir hier, sind auch zwei da hinten. Also mega easy eigentlich, oder? Ich fahre noch kurz in eins rein oder so, dann seht ihr das. Oh, jetzt sind auf einmal nicht mehr so viele. Ja, sehr schön. Ja, gut. Zu Schluss sage ich noch, falls ihr die entwickeln wollt und nicht jedes einzeln fangen wollt. Mollymorba entwickelt sich bei Level 32 zu Hypnomorba. Und Hypnomorba entwickelt sich bei Level 41 dann zu Morbitesse. Gut, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Viel Spaß beim Fangen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!